ganz gut. Meine Frau hat ein eigenes Leben, neben meinem Beruf auch eigene Freunde, eigenen Freundeskreis. Natürlich, die Abwesenheit ist manchmal ein bisschen ein Hindernis, ist manchmal nicht so schön, wenn man natürlich dann 2-3 Tage weg ist. Aber im Grunde lebt meine Frau auch ohne mich ein ganz eigenes, normales Leben mit Nachbarn, mit Freunden, mit Hobbys. Ja, ganz selbstständig. Ja, also sagen wir mal so, alle Familienmitglieder haben mich ja nie anders gekannt. Insofern finden sie das eigentlich ganz gut. Also die Kinder sind ja jetzt mittlerweile auch schon in einem Alter, dass sie auch auf die Konzerte teilweise schon mitkommen können. Und ja, finden das cool. Der Kleine findet es noch ein bisschen laut. Aber also insgesamt sind, wie gesagt, alle Familienmitglieder kennen mich nur so und finden das, glaube ich, ganz cool. Manchmal ist es natürlich blöd, wenn der Papa dann irgendwie weg muss und so gerade am Wochenende. Aber auch da haben sie sich schon teilweise dran gewöhnt. Es soll natürlich passend zur neuen Show Glücksbringer auch eine CD geben, auf der dann auch ganz, ganz viele Lieder drauf sein werden, die im Programm auch drin sind. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt von mir aktuell gerade noch nicht, aber ich denke, auf dem YouTube-Channel von uns wird bestimmt schon was vorneweg verheimlicht herausgegeben werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also zu dem Vorgeschmack, ja, natürlich, wir haben schon einen Trailer gemacht und es werden auch noch weitere Folgen in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Ausschnitten. Und zum anderen, die CD zur neuen Show, ja, wir haben jetzt vor, nächste Woche unsere CD-Aufnahmen zu beginnen. Und freuen uns natürlich auch drauf, weil die Songs ja für uns alle neu sind und dann auch neue Lieder aufzuzeichnen, ist natürlich genauso spannend, wie sie dann zum ersten Mal live zu erleben. Ich bin morgens eigentlich relativ schnell startklar, zumindest was die Sinne betrifft, was die Laune betrifft. Das kann schon mal ein bisschen dauern, ist aber im Grunde mit einer Tasse Kaffee, die ganz schnell gemacht ist bei mir zu Hause, ganz schnell die Laune auch da. Außerdem stehe ich meistens mit meiner kleinen Tochter auf, wenn ich daheim bin. Von daher ist die Laune morgens eher gut. Geht ganz schnell bei mir. Ich glaube, weder noch. Was bei mir halt ist, durch den Beruf hat sich einfach insgesamt mein Rhythmus eher so auf Spätschicht eingestellt. Also ich bin nicht unbedingt ein Morgenmuffel, aber ich komme nicht so wahnsinnig gut früh raus. Ja, auch das kommt natürlich vor. Also aufhören, glaube ich, das hatten wir ein einziges Mal drinnen. Ich denke, da kann der David vielleicht nachher ein bisschen mehr drüber erzählen. Ausgebuht wurden wir auch schon, ja. Wir waren auf dem Fußball-Hallenturnier in Nürnberg und sollten genau nach dem Spiel Nürnberg gegen Greuther Fürth, also die quasi Erzrivalen, sollten wir auf die Bühne und eine Stadt, ein Verein, alle anfeuern, dass jetzt da die Stimmung drin ist. Und der Club hat haushoch verloren und uns sind die Mittelfinger um die Ohren geflogen, wie man sich es nicht schöner vorstellen hätte können. Ja, auch das kommt vor, aber hey, Augen zu und durch, einmaliges Erlebnis und ich kann eigentlich heute ganz gut drüber lachen. beides ja. Also ich wurde mal ausgebuht, da haben wir damals so ein Battle gemacht aus Madonna-Songs, tatsächlich Basti gegen mich. Er wollte immer Like a Virgin singen und ich immer Like a Prayer. Und das war ein Kinder- und Jugendcamp damals, was wir über Rolf Zukowski am Bodensee bestritten haben. Und ich bin erst 2 Tage später gekommen, ich weiß nicht mehr genau warum. Also die Kinder kannten alle den Basti schon und meinen Basti kann man ja nur lieben. Und dann kam ich also dazu und das Erste, was wir gemacht haben, war ein Auftritt, wo wir unter anderem dieses Medley gesungen haben. Und es waren alle Kinder für den Basti und haben mich dementsprechend total ausgebuht. Also das war ziemlich heftig, aber erzählt man sich natürlich heute noch gerne. Und ja, aufhören für alle die das nicht wissen und natürlich auch für den oder diejenigen, die das jetzt hier gefragt hat, das ist, boah,
würde ich mal sagen, so 10 Jahre her ungefähr, knapp 10 Jahre, hatten wir ein Konzert mit dem fränkischen Kabarettduo Heißmann und Rassau aus Fürth. Und hatten wir eine Tour mit denen. Jeder hat ungefähr, also jeder halt so eine Dreiviertelstunde Programm gemacht. Und wir sind leider vor ein Publikum in Aschaffenburg gekommen, was fast ausschließlich Heißmann-Rassau-Fans waren. Und wir haben, glaube ich, nach 20 Minuten lang haben wir da gespielt. Und dann kam wirklich in einer Moderation ein sehr laut hallendes Aufhören von ganz hinten. Also Aschaffenburger Stadthalle, wer die kennt, ist ziemlich groß. Aber das war so unüberhörbar, dass da wurden wir quasi rausgedisst. Die wollten einfach Heißmann-Rassau sehen und nicht so eine blöde A-Cappella-Musik.